Von beiden Seiten mal. Ja, ja, klar. Also, einer mit, komm. Okay. Ja, das war super. Jetzt haben wir es hinter uns. Herr Schröder? Ich war immer davon überzeugt, dass mein Mann wohl schlafen kann. Und man wird dabei die ein oder andere Überraschung, was die Offenheit der SPD auch gegenüber Menschen, die noch nicht sich entschlossen haben, mitbleiben. Und deswegen denke ich, dass Helmut Kohl hier in Niedersachsen ganz persönlich verloren hat. Denn ich sage das durchaus mit Respekt, denn er hat diese Wahl zu einer vorweggenommenen Bundestagswahl erklärt, nicht der Kandidat der CDU in diesem Land. Und wir haben diese Herausforderung angenommen. Und ich denke, dass die Union ab morgen eine sehr harte Debatte darüber bei sich selbst führen wird, ob ein angeschlagener Kanzler noch ein brauchbarer Kandidat für den 27. September ist. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die Helmut Kohl jemals unterschätzt haben. Wir müssen ihn erst noch schlagen. Ich denke, wichtige Voraussetzungen dafür sind in Niedersachsen geschaffen worden. Aber besiegt ist er noch nicht. Er ist ein harter, ein gefährlicher Gegner. Die Diskussion in Nordrhein-Westfalen zu einer Belastung des Wahlkampfes von Dieter Spöri geführt haben in Baden-Württemberg. Denn wenn man sich in einem... Okay, gehen wir. Gut. Die resultiert doch nicht von ein paar Millionären, die ihr Geld nach Luxemburg schaffen, nein. Die kommt aus. Deklariert es sofort als Unterdreifung. The more unpolitical characteristics of a candidate, like to be a winner type or to be more sympathetic, then in these aspects, Schröder is ahead of Oskar Lafontaine without any question.